So, ich habe jetzt das Controllerboard erhalten und mir eine 32 GB MicroSD-Karte bei Amazon Prime bestellt für 9 Euro das Stück inklusive Versand. Ein Micro-USB-Kabel B. Das Board mit dem Stecker und eine Anleitung, wie man am besten die Treiber aufsteckt und wie die Belegung ist. Aber alles schon erklärt. Wie geht ihr jetzt vor? Ihr schnappt euch die SD-Karte und speichert auf der SD-Karte die aktuelle Smoothieware-Firmware und die Config aus meiner Dropbox. Wir probieren vorher kurz das Board aus. Dazu einfach Kabel rein. Und an den Rechner stecken. Und ohne SD-Karte jetzt ist dieses Blinkverhalten normal. Es müssen also eine Power-LED muss konstant leuchten und die anderen LEDs, die signalisieren, dass der Prozessor arbeitet. Ich kopiere jetzt die aktuelle Firmware von Smoothieware und die Config-Datei aus der Dropbox auf die SD-Karte. Auf der sind jetzt die Firmware.bin und die Config.txt drauf. Ich stecke die rein, ob Strom an oder aus, egal. Ja. Das Board resettet dann von alleine. Und jetzt signalisiert die vierte LED, dass eine SD-Karte drin ist. Vorhin waren es nur drei, jetzt sind es vier. Und jetzt blinken auch die zwei mittleren LEDs langsamer. Ja. Wenn ihr jetzt noch einmal Reset drückt, ich habe das Board mit dem USB an meinem Rechner, dann sollte der Rechner das Board auch noch als externen Datenträger erkennen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das etwas länger dauert, als ob der zum Kommunizieren etwas länger braucht. Ich weiß es nicht. Manchmal so erst nach 10, 20 Sekunden. So, da ist sie. Hat etwas gedauert. Und kann die jetzt genauso benutzen, beschreiben. Ich kann Dateien hier draufschieben über USB wie ein externer Datenträger, wie ein externes Laufwerk. Muss die allerdings dann auch immer sicher auswerfen. So kriegt man die Firmware drauf und weiß, was die LEDs bedeuten.